Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, die At-Tirmidhi rahimullah ta'ala überliefert hat und Sheikh al-Albani rahimullah hat sie als Sahih klassifiziert. Und bei Allah, wenn wir diese Überlieferung verstehen, dann werden wir ab heute uns nicht ein einziges Mal trauen, im Internet uns nur ein einziges Musikvideo nochmals anzuschauen. Und diese Überlieferung für Leute, die immer eine Kritik offen haben, hat mehrere Überlieferungswege. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, la yakunanna fi ummati khasfun, wa kadfun, wa maskhun, wa dhalika idha sharibu al-khumur, wa attakhadhu al-qainat, wa darabu bil-ma'azif. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, in meiner Ummah wird es einen Erdrutsch geben. Weißt du, was ein Erdrutsch bedeutet, o Diener Allahs? Die Erde wird sich öffnen und alles verschlingen, was dazwischen ist. Ein Erdrutsch! Und es wird ein Steinregen geben, wie das Volk von Lut diesen erfahren hat. Steine werden vom Himmel herabregnen. Auf wen? Auf Leute, die bestimmte Eigenschaften haben. Wir kommen gleich dazu. Ein Steinregen und eine Umwandlung in Affen und Schweinen. Mit Bani Israel hat die Umwandlung nicht aufgehört. Nein, sie geht weiter. Sogar mit Leuten aus der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist Muhammad, er ist Ahmed, er heißt Abbas. Er wird in Affen oder in Schweinen umgewandelt. Ey Wallah. Und ich schwöre einen kräftigen Schwur, weil ich einen Beweis dafür habe. Jetzt fragten die Gefährten den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ha'ula, wer sind diese Leute? Er sagte, das sind die Leute, die Wein trinken, Alkohol trinken. A'udhu billah. Und die Leute, die Sängerinnen zuhören, höre zu, o Diener Allahs. Wattakhadhu al-qainat, qainat ya'ni mughanniyat. Sie werden den Sängerinnen zuhören. Und noch mehr? Und sie spielen mit den Musikinstrumenten. Er sitzt auf seiner Couch und er raucht die Shisha-Pfeife und er sagt, ja Allah, was für eine Sängerin. Das sind alles gewaltige Sünden, sagen die Gelehrten. Denn ein Steinregen, ein Erdrutsch und eine Umwandlung in Affen und Schweinen, willst du das über eine Sache sagen, die makruh ist? Unbeliebt. Sie werden in Affen und in Schweinen umgewandelt. Qala Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala. Der großartige Gelehrte Ibn al-Qayyim, er sagt, man lam yumsakh fi dunya musikha fi qabri. Derjenige, der nicht in der Dunya schon zu einem Affen oder einem Schwein umgewandelt wird, er wird spätestens im Grab umgewandelt in einem Affen oder in einem Schwein. Es gab einen Schüler, der ging zu einem Sheikh von uns, liebe Geschwister aus Masse. Zu einem meiner Schüler. Und er sagte zu ihnen, ja Sheikh, als wir in der Jahiliyyah gelebt haben, waren wir eines Tages auf einer Party. Und wir haben gefeiert. Was das Zeug hält, wie die Partys heutzutage ablaufen. Er sagt, wir haben Musik gehört, wir haben Sinner gemacht und danach sind wir besoffen nach Hause gefahren. Und dann plötzlich hörten wir im Auto, dass einer sagt, holt mir einen Arzt, holt mir einen Arzt, ich kann nicht mehr. Und kurze Zeit später ist er gestorben. Da schwor einer und er sagte das dem Sheikh, Wallahi, als ich in seinem Gesicht blickte, sah ich so etwas wie ein Affe. Wal-i'adu billah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sie werden in Affen und in Schweinen umgewandelt. Spätestens im Grab. Willst du umgewandelt werden in einen Affen oder in ein Schwein? Ich frage dich, wo die nach was. Es war nicht nur das Volk von Bani Israel. Und ihr wisst, dass Allah azzawajal zornig war auf dieses Volk. Nein. Es hat nicht geendet mit ihnen, sondern es wird noch weitere Leute von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam treffen. Vielleicht gehörst du auch dazu, dass du auf einer Couch sitzt, während du diese Sängerin genießt oder das Musikvideo genießt und Allah wird dich in etwas anderes verwandeln als das, was er in dir erschaffen hat. Allahumma asturna fawqa al-ard wa tahta al-ard wa yawm al-ard. Allahumma asturna wa la tafdah.